Sweets for my sweet. Hallo. Hi. Mein Gott, Magdalene. Hallo. Aber die haben schon die alleine geschrieben. Ja, mit links. Ja, ich habe eigentlich mit rechts, oder? Ja, hi. Oder links ist ja egal. Magda, hi. Hallo. Magda. Bruce. Moose, ne? Ich sag mal Bruce. Ich sag mich auch Bruce nennen. Okay, ich sag mal HP zu ihm. Ja. Ja, HP. Caroline, ne? Ja. Schräg, ist das ein polnischer Name? Ja, genau. Ah. Du kannst es aber gut aussprechen. Ich bin auch eine Pole. Magda, deswegen, ja. Torkowska. Magda. Ja, habe ich gesehen. Jemczyk ist auch eine Pole. Hallo. Ja, hallo. Endlich. Ja, Ella, endlich. Ja, endlich. Und ich ja. Endlich. Endlich wollte sie ja unendlich heißen, aber sie hat sich dann doch für endlich. Ach so. Und Dieter, oh mein Gott, das ist so krass. Ein Pop-Titan die Hand geben. Ja. Ein? Es gibt nur eine. Das hat sie selber gemacht? Die habe ich extra gestern Abend noch selber gemacht. Und die sind für eigentlich für dich. Aber die könnt ihr eigentlich alle essen. Das ist aber lieb. Das ist ja wirklich total lieb. Total lieb. Aber mit den Herzen, sind die ganzen, sind die ganzen Herzen alle für mich oder wie? Ja. Da stellt sich der hin. Ja. Ich mach mal einen Geruchstest. Ja. Lecker. Riechen schon mal gut? Ja, ja, riechen sehr gut. Ich hoffe, den Geschmackstest bestehen die dann auch. Ich weiß. Nein, nein, nein. Also, das schmeckt bestimmt gut. Schmeckt zu. Verteilen wir. Mousse, Lilifee-Muffin? Lecker. Ja, so ein bisschen nach Zitrone. Mhm. Schön. Ja, schmeckt. Mhm. Bitte gerne alle probieren. Lecker. Freut mich. Wie großzügig. Dankeschön. Ja, gerne. Deine Schuhe passen auch zu den Lilifee-Muffins. Ja. Mit Bommes. Voll cool. Ja, ich fand die auch total schön. Hab gesagt, die muss ich sofort mitnehmen. Woher kommst du? Ich komme aus der Nähe von Bremen. Mhm. Genau. Mhm. Bin Magdalena, mache zurzeit eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Geil. 20 bin ich. 20 Mama, wir Klöpfe rummachen? Weiß ich auch nicht. Ich hatte irgendwie heute einen Bad Hair Day und da dachte ich so, ja, dann mache ich lieber zwei Zöpfe. Manchmal ist das ja so. Sieht doch gut aus. Dankeschön. Sehr süß. Genau, und ich bin, was ich auch noch sagen wollte, ich bin Sarah Lombardis größter Fan, das wollte ich noch mal sagen. Ja, ich liebe sie, sie kann so gut singen und sie sieht unglaublich gut aus. Und vielleicht, mein größter Traum ist nämlich, mit ihr mal zusammen zu singen. Vielleicht geht wenn du richtig gut wärst, kann ich dir das, kann ich dir das, glaube ich, möglich machen. Ja? Ja. Ja, ja, mal gucken. Okay. Ja, also ich muss ja selber sagen, ich selber singe sehr leidenschaftlich, also singe sehr gerne zu Hause und sehr viel den ganzen Tag. Und meine Freundin sagt, Magda, geh mal zum Casting hin, bist auch so der Typ dafür. Und dann bin ich da hingegangen und ja, jetzt bin ich hier, mal gucken, ne? Quatschen kannst du auf jeden Fall. Ebola. Ja, oh, danke, reden tue ich den ganzen Tag. Ehrlich so, ja? Ja, hey. Schon den ganzen Tag so. Hast du einen Freund? Ich habe einen Freund, ja, seit 2 Monaten. Und der hört sich das den ganzen Tag an, ja? Ja, aber irgendwann macht er auch zu, dann hört der nicht mehr zu und dann antwortet er auch nicht mehr. Sag ich, Schatz, hörst du mich? Ja, ja, ja. Was habe ich gesagt? Weiß auch nicht mehr. Was singst du für uns? Also ich könnte von den Venga Boys Boom 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 singen. Das ist natürlich nicht so mit Gefühl und so. Das ist ja mehr so ein bisschen ne? Rockiger. Das rockiger ist das. Ja, ja, nicht rockiger, aber so ein bisschen peppiger, ne? Peppiger. Ja. 20-jähriges Mädel sagt peppig. Fetzig und peppig. Okay, feuerfrei. Was war das? Boom Boom? Boom oder Boom Boom, wollen Sie hören? I want you in my room. Ja, genau. Right. Dankeschön. Dann kann's ja endlich losgehen. Oder nee, doch noch nicht. Da wäre noch eine Frage an Bruce. Moose. Und Sie haben Sexbomb produziert, ne? Genau. Sexbomb, Sexbomb. Ja, my Mr. Sexbomb. T. Yes. Okay, gut. Sie ist zu nervös. Let's go!
Also du hast eine unheimlich quirlige Art. Ich glaube schon, dass man was mit dir machen kann. Also jetzt eine Comedy, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas GZSZ oder als durchgeknallte Freundin von ich weiß nicht wem. Sowas, glaube ich, das kannst du gut bedienen, weil du bist interessant von der Persönlichkeit her, aber du kannst nur im Null singen, ja. Okay, gut, immerhin eine ehrliche Meinung. Ja, muss die. Also Magda, selten so einen energiegeladenen Flummi wie dich gesehen. Ja. Also echt toll. Und kochen, schau mal. Oder backen, besser gesagt. Wow, drei Stück. Drei Stück habe ich weggeballert. Drei Lilifee-Muffins. Auch wenn sie nicht für uns gedacht waren. Richtig gut. Aber tatsächlich, geh in irgendeine coole Kochshow, mach das alles irgendwie, aber Gesang. Ja, okay. Not really. Okay. Not really. Ja, du bist echt super süß. Ich glaube auch, dass du da was anderes für dich finden kannst. Der Gesang ist nichts für dich, aber du hast eine tolle Persönlichkeit. Ich finde dich mega cute und ja, so ein Backblock, wieso nicht? Also irgendwas Kreatives schon, aber halt eben, ich glaube, lieber die Finger weg vom Singen lassen. Okay. Ja, Wahnsinn, Songauswahl. Ich war froh, dieses Lied mal wieder zu hören. Ich habe das damals echt abgefeiert und fand es auch gerade lustig. Und auch selten, dass ein junges Mädchen sich mal irgendwie so eine Nummer raussucht, so eine arschkommerzielle Nummer. Das hat mir jetzt hier gerade Spaß gemacht, aber ich denke, du weißt selber, dass das zu nichts führt. Okay. Tja, das klingt ziemlich dicht. Nach viermal nein, ne? Okay, danke dir. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Tja, das war leider für ein. Also, das war leider nicht gut. Aber ich habe auch Boom Boom gesungen und nicht was anderes. Vielleicht hätte ich dich ja mit was anderem überzeugen können. Sauer? Nein. Ich bin nicht sauer, dass die jetzt an den Muffins ersticken müssen. Also. Dankeschön. Du kannst es ja als Pokal mitnehmen, dass du da warst. Ja, ein leerer Pokal. Ja. Also mach's gut. Bis nächstes Jahr. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.